Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu The Callisto Protocol. Ja, wir sind nach einem sehr, sehr langen und intensiven Kampf auf jeder Plattform, ich nenne es einfach mal Plattform, eine Transportplattform, sind wir jetzt hier, ich glaube, so kurz vor den Kolonien angekommen, wenn ich mich jetzt nicht täusche, beziehungsweise vor einer sogenannten Arcas Station. Da wollen wir jetzt mal hingehen. Ich weiß nicht, ob ich da ehrlich gesagt im letzten Video schon reingegangen bin. Es ist tatsächlich über eine Woche her, dass ich das letzte Video aufgenommen habe. Ich hatte leider das technische Problem, beziehungsweise die technische... Nee, ich glaube, hier war ich auch schon. Kommt mir bekannt vor, auf jeden Fall. Das sei aber jetzt nicht so, so schlimm. Ich hatte leider die technische Situation, beziehungsweise meine Freundin hatte die technische Situation, dass ihr Laptop nicht mehr so wirklich getan hat. Daher habe ich mich bereit erklärt, beziehungsweise hat sie mich gebeten, ihr doch meinen Laptop zumindest mal auszuleihen, bis das mit ihrem wieder funktioniert. Ja, aufgrund dieser Tatsache bin ich jetzt natürlich hier ohne OBS und ohne, ja, externe Aufnahmequelle. Deswegen nehme ich jetzt gerade mit der PlayStation selber auf. Kolonie. Dani, ich hab's geschafft. Papa, wo bist du? Eine Art Wartungstunnel. Ich bin auf der anderen Seite. Geh einfach weiter, du bist fast in der Kolonie. Okay, ja, also das kommt mir jetzt doch wieder bekannt vor. Hier war ich tatsächlich schon. Aber jetzt starten wir einfach mal so. Wie gesagt, ich bin technisch gerade nicht so ausgerüstet, wie ich sonst bin. Ich versuche aber das Beste draus zu machen. Ich nehme jetzt mit der PlayStation selber auf. Und die Facecam kommt aus der Kamera, die ich im Nachhinein auf althergebrachte Art noch nachträglich im Videoschnitt einfüge. Das wird wieder massig Renderzeit kosten, was ich eigentlich nicht möchte, aber ja. Ich wollte es jetzt auch nicht zu lange mit dem Aufnehmen schleifen lassen, sonst weiß ich ja irgendwann gar nicht mehr, welches Spiel ich gespielt habe. Und ja, bei Gelegenheit hören wir uns diese Audios mal an. Tatsächlich möchte ich aber ein bisschen Story-Fortschritt. Ich denke auch, das Spiel ist nicht mehr so lang. Ich glaube, ich bin schon so bei den letzten 2-3 Kapiteln oder so. Also ich glaube, so ewig lang ist es nicht mehr. Und dementsprechend möchte ich hier natürlich weiterhin Progress machen. Hier war ich gerade eben schon. Ich weiß. Sieht allerdings nicht so aus, als könnte ich da lang. Steuerung ist mir auch schon so ein kleines bisschen entglitten, sieht man hier gerade, ne? Also, ich glaube, da bin ich rausgekommen, ne? Da bin ich hergekommen, genau. Ich gehe jetzt einfach mal in diesen Tunnel da. Bin mal gespannt, ob ich noch das Feuergefecht gewöhnt bin, beziehungsweise das Händische mit meinem Knüppel. Jenes nämlich. Ich muss sowieso am nächsten Reforge mal schauen, ob ich irgendwas aufbessern kann. Ja, und im Großen und Ganzen hoffe ich natürlich, dass die Aufnahmequalität nicht signifikant darunter leidet, dass ich jetzt wieder mit der PlayStation aufnehme. Der PlayStation 5 in dem Fall. Und die Facecam, wie gesagt, separat nochmal einfüge. Ich bin in der Kolonie. Wo bist du? Siehst du den Lichtturm? Ja. Wir treffen uns dort. Lichtturm, alles klar. Alles klar. Jetzt kann ich mit der PS5 ja auch leider nicht ewig aufnehmen, so wie mit OBS, solange wie ich Bock habe, sondern da geht maximal eine Stunde. Also allermaximalst. Aber ich habe mich schon ein kleines bisschen eingearbeitet und habe festgestellt, dass die PlayStation mich hier wenigstens vorwarnt, wenn meine Zeit langsam zur Neige geht mit dem Aufnehmen. Ja, also hier geht es also gar nicht anders lang. Von dem her mache ich mir da jetzt keine Sorgen, dass da jetzt irgendwie mir irgendwelche Aufnahmen verloren gehen oder ähnliches, dass ich da irgendwie vergesse, hier eine Taste zu drücken, beziehungsweise nicht zu drücken. Und dem her sollte hinhauen. Ist natürlich nicht ganz so komfortabel, wie gesagt, wie mit dem OBS, dass ich einfach drauf zu aufnehmen kann, sondern ich muss halt leider ein bisschen auf meine Zeit achten. Ich muss gegebenenfalls ein Video aus 3-4 Stücken zusammenschneiden. Je nachdem, wie lang das Kapitel dann geht. Vielleicht habe ich es aber auch in der Dreiviertelstunde durch. Das wäre das kürzeste Kapitel bis jetzt. Das wird, glaube ich, nicht passieren. So.
Energie habe ich natürlich auch sehr, sehr wenig. Das ist aber in dem Spiel normal. Den lasse ich einfach mal weggehen. Ich muss tatsächlich, also bevor ich mich jetzt hier in größere Gefechte begebe. Ja, genau, jetzt habe ich ein bisschen mehr Energie, 35%. Was haben wir denn hier noch? CPU-Drucker. Gut, das kann ich wahrscheinlich wieder am Reforge irgendwie verballern. Wie viele sind es denn? Was heißt noch mehr? Einer? Der eine. Ja, komm rein. Ja, der ist wieder am Mutieren. Ich bin immer am Mutieren, gerade aktuell. Aber ich habe ja nach wie vor leichteste Schwierigkeitsstufe. Mehr ist meines Erachtens bei dem Spiel auch nicht nötig, ne? Wer es halt möchte, der kann sich hier gerne auf Mittel oder Schwer einlassen. Mir reicht das so, wie es ist, tatsächlich. Es ist auch nicht langweilig. Nur weil es die leichteste Schwierigkeitsstufe ist. Im Gegenteil, also wenn jetzt nachher mal wieder eine Gegnerschar von 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 auf mich zukommt, dann ist er... Was? 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 Was war das? Ah, hallo. Ich geh mal. Dann ist davon leicht auch nicht mehr die Rede, ne? Das muss man jetzt ganz einfach mal sagen. So wie es hier aussieht... So wie es hier aussieht, kommt gleich wieder ein ganzer Schwarm auf mich zu, denn dann umsonst sind die Wände nicht da, wo man die aufspießen kann. Mal gucken, ob ich meinen Handschuh mal wieder so ein bisschen benutzt krieg. Dann sind die nämlich wenigstens hier mit einem... Genauso. Okay, die Waffen sind jetzt dann nicht mehr. Lassen sich jetzt dann nicht mehr so einfach hier zurückhalten und reißen einen dann auch mal den Arm ab. Ne? Das ist dann halt einfach so. Okay. Okay. Also mein Handschuh ist dann auch offensichtlich nicht ganz aufgeladen. Toll. Noch mehr davon. Hier kann es dann aber auch gut mal was bringen, ein bisschen zu schleichen. Ich habe jetzt... tatsächlich. Ich habe jetzt halt tatsächlich so ein bisschen wenig Energie. Aber ich sage, wenn man das hier ein bisschen geschickt anstellt, dann lassen die auch geile Sachen fallen. Zum Beispiel Callisto Credits, die mir halt nicht helfen, wenn ich kurz vor tot bin. Ja, der Handschuh hat tatsächlich wenig Kraft noch. Der bringt mich jetzt so nicht weiter. Ich versuche jetzt tatsächlich... Ich versuche jetzt hier einfach mal... Oh! Ich versuche mich jetzt hier einfach... Jetzt ist er natürlich ja nachladen. Okay. Ja, man sieht halt mal eine neue Todesart. Das ist dann auch geil. Ja, also es macht immer noch stellenweise Spaß, das Sterben.
Aber es ist natürlich nicht besonders geil, wenn man schon 10 Minuten aufnimmt und eigentlich noch 0 Progress hat. Ne? Nämlich wirklich 0. Ja, also. Jetzt könnte man wirklich so gucken, ob ich hier so ein bisschen so stealth-mäßig vorankomme. So ein bisschen schleichi-schleichi. Das ist eigentlich auch eine ganz geile Geschichte, muss ich sagen. Also wenn man sich so ein bisschen ruhig bewegt und sie nicht auf sich aufmerksam macht nach Möglichkeit. So wie jetzt. Nee. Das macht's. Ja. Manchmal ist aber auch einfach Waffengewalt das Geilste. Ja. Ich versuche ja, wo es geht, tatsächlich irgendwie Munition zu sparen, denn das sollte man in dem Spiel auch. Also die ist jetzt nicht... Die ist jetzt nicht... Ist jetzt nicht so, dass da so viel zur freien Verfügung steht, ne? Also es macht schon Spaß, ne? Ihr dürft es nicht falsch verstehen. Es macht richtig Spaß, das Spiel. Es gibt halt tatsächlich Stellen, da musst du einfach hier so ein wildes Button-Mashing betreiben, dass du noch einigermaßen überlebst. Ballert hier. Ich höre auf jeden Fall mal Gewehrsalven. Was ich nicht höre, ist Gesundheit. Aber gut, auch das wird sich hoffentlich einfinden. Deswegen gucke ich mich ja auch tatsächlich überall, wo ich bin, immer sehr genau um. Irgendwo in irgendeinem hinteren Eck noch irgendwas rumliegt. Ah, ist gar keine Gewehrsalbe. Auch nicht schlecht. Okay. Paar Callisto-Credits. Wir sind momentan mit den paar, die wir finden, auch nicht unbedingt sofort wieder der reichste Mann der Welt, sondern müssen tatsächlich, um so geile Veränderungen irgendwie herbeizuführen bei unseren Waffen, müssen wir schon ein kleines bisschen haushalten. Ja, was jetzt hier geil wäre, wäre, wenn einfach irgendwie Energie rumliegen würde, aber gut, wir wollten uns nicht beschweren. Wir laden erstmal alles nach, was wir können, bevor wir weitergehen. Es ist vielleicht gut. Ja, da sind 10 Schuss drin, alles klar. Also. Ja, ich würde auch gerne Übersturz abhauen, aber wie gesagt, ich gucke ja ganz gerne, ob ich hier nicht noch irgendwo ein Fünkchen NRG finde. So, in meinem Inventar habe ich nämlich nichts dergleichen rumfliegen. Was ich benutzen könnte, ist mal den Handschuh auffüllen, was jetzt wahrscheinlich völlig umsonst war, weil, ja, ich noch vom letzten Durchgang jetzt hier, wo ich gestorben war, in Erinnerung hatte, dass der leer war. Aber jetzt war er ja nicht leer. Macht nichts. Gibt Schlimmeres. Okay. Also es ist wieder was unterwegs. Es ist wieder was unterwegs. Frage ist nur...
Genau. Aber es kommen noch mehr, so wie es aussieht. Ja. Komm schon. Es ist nicht der Handschuh schon wieder leer, oder? Ich hab doch gerade... Tatsächlich, das ist von einem Mal benutzen wieder leer, ne? Also irgendwie muss ich vielleicht doch am nächsten Reforge mal was am Handschuh machen. Der ist halt doch geil. Weil er richtig eingesetzt natürlich mit einem Gegner mit einem Satz Schluss macht, ne? Da mache ich jetzt erstmal noch nichts. Ich gehe mich jetzt erstmal hier noch ein bisschen umgucken. Ich weiß, kann ja ziemlich schief gehen alles, ne? Ich will mich nur immer genau umgeguckt haben. Will nichts verpassen. Hier war ich aber, glaube ich, überall drin. Hier könnte ich noch hochklettern, wenn ich wollte. Da ist aber bestimmt was zu holen. Die lassen einen nicht umsonst irgendwo hochklettern. Wenn ich hier nicht sogar schon... Das da ist zum Beispiel was Feines. Ja, und das liegt jetzt da, oder was? Nee. Das hätte doch wenigstens runterfallen können auf Bone. Bitte. Ach nee, bitte. Und das ist auch noch so ein Dings. Das ist noch so ein Gesundheitsdings. Leute. Na ja, gut. Gibt Schlimmeres. Yes. Nein, 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 also es ist nicht wirklich einfach. Es ist trotz allem nicht wirklich einfach. Energie ist immer Mangelware. Ich glaube, in jeder... Ja, und das Zeug bleibt halt auch einfach alles da oben liegen, ne? Vielleicht muss ich ja von unten drauf schießen, damit es auch runterfällt zu mir. Ja, schön, Revolvermunition, klasse, mir wäre Energie. Oh. 5 Leben und 5% Revolvermunition. 5 macht Revolvermunition. Ja, okay, ja, ist gut. Ist alles gut. Ja? Ist sie da? Ist irgendwie gerade Alarm. Ich glaube. Okay. Der will mir gar nichts tun. Was hab ich da eigentlich? Schlüsselkarte. Okay, jetzt wird aber nochmal... Ich? Okay. Was? Energiespritzen bitte. Ja, ich komme sofort. So, also ich gucke mich hier noch ein bisschen wild wichsend um. Ja. Keine Spur von Orientierung in meinen Bewegungen. Und ich werde jetzt natürlich nochmal Besuch kriegen. Ich hoffe mal, der geht da in Richtung Wachraum, wo es blinkt. Oder? Vielleicht dreht er sich auch um. Könnte ich den vielleicht Stealth erledigen? Ja. Puh. Also, Aufzug, irgendwas mit Aufzug, habe ich gehört. Ich glaube, hier oben habe ich jetzt alles gesehen mittlerweile, oder? Ich vergesse jeden Raum sofort wieder, in dem ich war. Das ist ein bisschen schade. Der wird sich jetzt hoffentlich vielleicht wieder umdrehen und gehen. Dann kann ich den auch Stealth erledigen. Ja, das macht er natürlich nicht. Ach doch, so ein bisschen. Wenigstens ein bisschen. Okay.
Schon aufregend hier. Nee, gib mal wieder her hier. Also, ich gehe mal wieder runter. Okay, das ist hoffentlich der Aufzug hier, der nicht funktioniert hat, oder? Aber ich hätte schon gern noch ein bisschen Energie gefunden. Das wäre mir schon wichtig. Ist aber nicht so, oder? Geht das jetzt auf? Nö. Ja, ich muss eh noch mal unten ein bisschen was erledigen, habe ich das Gefühl. Ah ja, jemandes Nacken kann ich noch befreien von einem großen Leid. So. Makelloser Energieumwandler. Ja, beim nächsten Dings Reforge wird mal wieder ein kleines bisschen aufgepeppt. Und ich denke, das wird der Handschuh sein. Ist immer ein bisschen schade, wenn die Umgebung eigentlich so super dafür geeignet ist, die Gegner einfach an die Wand zu spießen mit dem Handschuh. Man es dann aber nicht kann, weil der Akku nach einem Mal benutzen leer ist. Ja, ich geh weg. Ich will das gar nicht. Ne? Ich weiß aber nicht, wo ich bin. Hilfe? Ich wollte eigentlich nur noch unten. Ich wollte eigentlich nur noch unten. Eigentlich nur noch unten. Komme ich denn jetzt wieder runter? Ich bin irgendwo eine Treppe hochgegangen, das weiß ich. Oder die Leiter war es. Dann war es die Leiter. So. Okay, dann sind wir doch schon mal ein Stückchen weiter. Und solange jetzt nicht gleich wieder die nächste Gegnerschar über mich herfällt. Oder auch nur einer. Oder auch nur einer. Dann wird das hier alles ziemlich glatt laufen, denke ich. Ah ja. Die lasse ich jetzt einfach mal ziehen. In der Hoffnung, dass die tatsächlich nur ziehen. Ah, sie sind zu dritt. Okay, Handschuh wäre tatsächlich gut geladen. Und die bewegen sich halt genauso, wie sie es nicht soll. Irgendjemand guckt immer in meine Richtung. Ha. Naja, gut. So viel zu der Idee von Stealth und sich hier unbemerkt durchbewegen. Das funktioniert in den meisten Fällen dann leider doch nicht. Zumindest nicht, wenn sie alle irgendwie immer in so eine komische Richtung laufen, dass du dich gar nicht, ja, so wirklich gut hinterher schleichen kannst, ne? Hier war aber noch irgendwo ein Dritter. Genau. Also, das soll mir erstmal reichen vorerst.
Das Ding wäre jetzt offen. Gehen wir da rein und dann fahren wir hier weg. Ich könnte ja auch am Reforge, soweit ich weiß, Energie-Dings-Bums-Dinger da kaufen. Aber ich will eigentlich keine Credits dafür ausgeben. Ach je, schön. Da liegt was? Ah ja. Wieso kann ich nicht einfach deren Blut trinken und so meine Energie aufladen? In anderen Spielen würde das gehen. Okay. Wisst ihr was? Jetzt machen wir erstmal ein bisschen Audiolog. Einfach so, weil ich das jetzt möchte. So, wir sind in der Kolonie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es müsste das vorletzte Kapitel sogar sein, wenn ich mich im Internet richtig informiert habe. Ne? Also sind wir gar nicht mehr so weit entfernt. Was habe ich denn jetzt allerdings für Dateien noch gefunden? Ah, Dr. Caitlin Mahler habe ich jetzt 3 von 4. Es ist jetzt ungefähr... Das haben wir schon gehört. Persönliches Logbuch, Dr. Caitlin Mahler. Heute in Black Iron angekommen. Das haben wir. Was zur Hölle hat Cole vor? Das hatten wir auch schon. Also bei ihr fehlt uns noch ein Audiolog tatsächlich. Welches? Beziehungsweise welche hatten wir denn jetzt gefunden? Das wird mein letzter Log-Eintrag von hier aus sein. Die Renovierungsarbeiten am Turm sind fast abgeschlossen. Und das Programm reaktiviert. Dr. Mahler leitet es. Ich glaube, das habe ich auch schon gehört. Also wir merken uns für die Zukunft ganz einfach. Wir hören die uns so zeitnah wie möglich an, dass wir doch wissen, welchen Namen wir da drin stehen hatten. Wer sind Sie denn? Ach du Scheiße, das ist... Oh, oh, oh. Den brauche ich ja nun gar nicht. Den brauche ich ja nun gar nicht. Also so einen großen Dicken brauche ich jetzt gerade gar nicht. Nicht mit dem bisschen Energie, was ich habe. Wenigstens mal so ein Speicherpunkt wäre geil. Ja. Was haben wir hier? Aber der ist ja mal ganz anders drauf, ey. Schön. Sehr, sehr schön. Extrem schön. Ja, aber wenigstens mal an einem ordentlichen Speicherpunkt kann es nicht nach jedem Speicher oder Janik Sage. Also, das hören wir uns jetzt an, weil jetzt wissen wir ja, wie der Mann heißt. Janik? Janik? Keine Ahnung. Ich hatte keine Wahl. Durfte nicht zulassen, dass es sich weiter ausbreitet. Sie waren natürlich alle ersetzbar. Aber was wir gefunden haben... Was ich gefunden habe. Ich glaube, das hat der Schlüssel zu allem sein. Auch schon gehört. Kontakt mit dem Kreis aufnehmen. Kontakt mit dem Kreis aufnehmen. Also Kreis, das klingt ja nach irgendeiner ganz, ganz exklusiven Vereinigung. Ja. Okay. Also die Tür, die lassen wir mal. Obwohl. Ach komm. Hätte ich mir jetzt schwerer vorgestellt. GAP-Akkusatz, ja geil. Und NRG, ja geil. Ich will aber mehr. Ich bin nicht zufrieden. Deutsche Mentalität. Wenn es uns gut geht, warum geht es uns nicht noch besser? Jetzt bin ich zumindest mal froh, dass Energie schon mal wieder so einigermaßen in Richtung voll geht. Wie lange sie das bleibt? Nicht lang. Das kann man, denke ich, sagen. Es wird nicht lang so bleiben.
Der ist ja ganz übel gerespawnt hier. Okay, den lasse ich jetzt einfach mal so ein bisschen da rumstraucheln. Den kann ich vielleicht ganz gut stealth von hinten erledigen, wenn er sich dann wieder umdreht. Naja. Zu stealth, ne? So viel zu stealth und schon ist meine Energie wieder im roten Bereich. Ach, herrje. Zweimal hat er mich auf der Wange gehauen, jetzt ist wieder alles beim Alten. Ach je. Ja. Ich wiederhole es immer wieder gern, trotz dass es der einfachste Schwierigkeitsgrad ist. Liegen Energiepacks nicht rum wie Sand am Meer. Dani, bist du da? Und schon gar nicht Munition. Dann würde ich mir die ja gut auf Distanz halten können. Sie nicht. Wo treiben sich die Viecher denn rum? Oh, ist meine Energie scheiße, ey. Hier leuchtet schon alles rot. Der ganze Bildschirm ist rot umrandet hier. Ja, also mir soll schon gesagt werden, ich fühle mich nicht gut. Eine Torsicherung. Auch. Ah! Okay, jetzt kommt offen. Offensichtlich auch noch mehr auf mich zu. Oh, da explodiert noch einer. Ach, man strengt sich so an, um es zu schaffen, ne? Oh Gott, ne, man ist eigentlich chancenlos. Ach Gott. Ja, mein Gott. Du dreckiges Schwein, du Elendiges. Ich sag dir eins. Wenn du dich weiter so benimmst, dann gibt das ein F ins Mutti-Heft. Ich sag dir das. So, also ich gehe jetzt vermutlich, oder ich gehe jetzt am besten einfach mal irgendwie weg. Hauptsache weg. Hier ist wieder meine Kiste. Berühmt, berüchtigt. Nehme ich. Alles, was da drin ist, auch wenn es keine Energie ist, aber was soll ich machen? Schön. Ja, ja. Alles schön, alles geil. Ja. Also ich muss schon dahin, oder? Das heißt schon grob die Richtung. Das heißt, ich werde nicht umhin kommen, mich hier mit ein paar Kameraden zu streiten. Aber ich renne jetzt einfach. Manchmal ist Wegrennen vielleicht auch einfach... Ne? Abkürzung gibt's nicht, ja? Also manchmal ist Wegrennen, genau. Wegrennen dann auch einfach die... Wegrennen dann auch einfach die Option schlechthin. Wegrennen. Ich bin aber auch vielleicht einfach nur ein tierisch schlechter Spieler. Das kann natürlich auch sein. Beziehungsweise ich vermute das sogar. Während andere hier hindurch
fliegen durch dieses Spiel. Stelle ich mich an wie ein Schulmädchen. Nichts gegen, also, ne, das soll jetzt nicht... Egal. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich hin soll. Da lang würde ich mal gehen jetzt. Und warum kann hier nicht in jedem einzelnen Raum irgendwas Geiles rumliegen, ne? Irgendwas, was ich benutzen kann, um zu überleben. Nächster Patient, den ich entledigen muss. Seines Buide Redwalk. Ja, komm. Hören wir gleich an. Bevor wir es wieder vergessen. UJC versammelt alle auf dem Hightown Square, um sie dort zu impfen. Endlich kommen wir hier raus. Oh, impfen, da war ja was. Ja. Impfen ist ja nicht, wird ja nicht grundsätzlich in der Gesellschaft so gut angenommen, seit einiger Zeit. Muss man auch mal dazu sagen. Aber in diesem Falle, also in diesem Falle würde ich mich impfen lassen, auf jeden Fall. Weil, bevor so Sachen aus mir herauskommen, lieber eine Impfung. Rooftop Top Bathroom. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich herkomme, ehrlich gesagt. Aber ich glaube von hier. Komm schon, du Arschgesicht, du hässliches Tumorgesicht, du! Haben wir's? Jetzt hin? Diese Leute. Wir laufen hier rum, als würde alles ihn hören. Das tut's wahrscheinlich auch. Wir sind ja nur die Eindringlinge hier, die Menschen, wie immer. Der ist immer noch da oben. Naja, von dem will ich nichts weiter. Ich will eigentlich nur hier weg. Das wäre so meine Prämisse jetzt gerade, einfach hier weg. Oh, ein Reforge, aber warum geht der nicht? Oder geht der gleich? Hä? Was macht mein Controller? Gegenstand auswählen. Sturmgewehr. Ja. Aber ich wollte ja den Handschuh ein kleines bisschen aufmotzen. Wo ist er denn, mein Handschuh? Ist der Handschuh da? Also. Befehl nicht erkannt. Das habe ich. Erhöhte maximale Energiekapazität. Daraus machen wir erhöhte maximale Energiekapazität mit einer aufgewerteten Primärzelle. Und das erhöht die Schleuderkraft weiter. Das Ziel kann schwer verletzt werden, einschließlich des Verlusts von Gliedmaßen. Ungültig. Wie viel? Ach so. Ja, ich sollte vielleicht erstmal was verkaufen, wa? Alle Systeme innerhalb normaler Parameter aktiv. So. Moment, das ist ein Energieumwandler. Der wird verkauft. Das ist ein Energieumwandler, sogar ein makelloser. Der wird verkauft. Das ist ein Entschlüssler. Ich weiß nicht, ob ich das verkaufen sollte oder ob ich das irgendwo benötige. Und ein CPU-Drucker. Entschlüssler. Ja, was entschlüsselt denn der? Das behalte ich mal vorsichtshalber. Es könnte sein, vielleicht an irgendwelchen verschlüsselten Türen, dass mir da was bringt. Nein, 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 geh nicht da. Geh nicht da hoch. Geh nicht da hoch. Tu das nicht. Erstmal. Was macht der Mann? Geh doch von der Leiter weg. Jetzt. Bitte. Jetzt hier. X, genau. Ja. Nein. Ja, dann haben wir zufällig noch ein zweites davon. Nö, ne? Sehr schade.
Die UJC steht dir zur Seite. Ja, tut sie. In der Tat, ich freue mich so sehr. Was ist denn das? Gesundheitsinjektor. Was kostet das? 500. Ist mir fast ein bisschen viel. Da mache ich lieber... Wo ist denn mein Handschuh? Was mache ich da? Energie Upgrade Medium. Erhöht die maximale Energie mit einer Arm. Und was war hier? Das mache ich, glaube ich. Also einschließlich... Also höhere Verletzung der Gegner mit Werfen. Einschließlich... Verlust von Gliedmaßen. Das ist eine feine Sache. Gliedmaßen weg. Da sind die meisten ja eingeschränkt danach. So, 2,7 kostet... Die Sicherheit und Schleudergeschwindigkeit entfernen. Das Ziel kann mit fast tödlicher Geschwindigkeit aufschlagen. Oh. Und das kostet was? 2,7. Da lohnt es sich ja fast drauf zu sparen, ne? Und das hier kostet Energiekapazitäten mit einer Auge. Ja, das müssen wir uns eigentlich... Oh, was ist das? Gehen wir wieder auf Ladetempo-Upgrade klein. Erhöht die GAP-Aufladerate durch zusätzlichen Kühlkörper. Ja, gut. Gibt's Besseres. Also mehr Kapazität wäre auf alle Fälle geil, deswegen machen wir das jetzt. Und... Ja... Das nächste... Weiß nicht, kann man... Also meine... Moment. Also meine Pistole, die ist soweit auf Level. Die... Aufstandsschrotflinte, weiß ich nicht. Das wäre dann auch schon wieder so im Bereich... Können wir uns gerade nicht leisten. Automatikpistole, Sondereinheit, Sturmgewehr. Kosten 1000. Habe ich nicht mehr. Ist natürlich auch gut, um Gegner auf Distanz zu halten. Was liegt denn da? Ach, der ist gebraucht. Okay. Hier liegen noch ein paar Sachen. Das ist cool. Ja. Oh, Leben endlich mal wieder voll. Jetzt wäre manuell speichern geil. Aber Moment, das manuelle Speichern in diesem Spiel ist ja gar kein manuelles Speichern. Denn es wird ja trotzdem nur der letzte Checkpoint gespeichert. Haben wir ja alles schon probiert. Das ist ja eines dieser, ich will mal sagen, großen Mankos dieses Spiels. Ist das einzige eigentlich. Tatsächlich, also wie gesagt. Es ist ja wirklich sehr gut. Es macht mir mordsmäßig Spaß im Großen und Ganzen, das muss ich echt sagen. Nur halt eben die Tatsache hier, so jetzt an dieser Stelle mal jetzt eben speichern, weil ich gerade volle Energie habe und alles und viel Munition. Und so, das wäre doch eine gute Idee. Nee, bringt nichts, wenn ich nachher verrecke, dann setzt mich das trotzdem an den letzten Checkpoint zurück. Und das ist dann natürlich ärgerlich. Denn dann ist eine manuelle Speicherfunktion in einem Spiel ja auch völlig obsolet. Es sei denn, es wird da kein Standort gespeichert, sondern nur irgendwie irgendwelche... Oh, sie! Ja? Was ist mit, warum? Was ist das? Was haben sie für einen Schlauch? Was? Was? Dani. Was machen sie da? Dani. Kann ich ihnen helfen? Das ist nicht richtig, was sie da tun. Ich geh nicht! Ihr kriegt mich nicht! Ihr habt sie getötet! Aufregend. Nein! Nein! Was ist passiert? Da ist wohl was explodiert. Tut mir leid. Und das hat für große Hitze gesorgt oder so. Oder mit Flammenwerfer gearbeitet hier. Dani! Hey, Dani! Was ist mich an? Dani, Danny, jetzt nennen. Oh, die ist voll auf Zeug. Die ist voll okay. Auf Zeug. Schon gut. Entschuldige. Alles gut. Bist du sicher? Du siehst nicht gut aus. Ich war in ihrem Kopf. Hab ihre Erinnerungen erlebt. Da war ein Ausbruch. Vor 75 Jahren. Genau wie das, was im Gefängnis passiert. Sie töteten alle, um es einzudämmen. Alle getötet. Ohne Kiste, die will ich. Das sind keine Unfälle. Es ist immer gleich. Das Black Iron, Europa. Oh nein.
Oh nein. Leute, das war ein Bossgegner. Was? Ich treffe nicht mehr. Ah. Okay, ist das geil. Oh. Ah. Jetzt lad doch auf, Mann! Kannst du mir bitte was von deiner Energie abgeben? Du hast da so eine riesige grüne Leiste im Nacken. Ich hätte ganz gerne, dass du mir was davon abgibst. Ich wusste nicht, dass man Erinnerungen so übertragen kann. Ganz komisch. Ich wollte mich jetzt eigentlich hier noch mal umsehen, ob ich hier vielleicht noch irgendwo eine Energie oder sowas finde. Das mache ich jetzt aber trotzdem. Nein. Liegt hier noch irgendwo irgendwas rum? Irgendwas. Den hier habe ich auch noch nicht gelootet. Ja, wenigstens ein bisschen Leben. Bisschen Munition. Na, also. Was? So, wo ist die Frau jetzt hingegangen? Wo ist die Frau hingegangen? Da. Ach so, in manchen ist was drin und in manchen nicht. Damit ich auch noch schön meine Munition verschwende hier. Okay. Wo ist denn die jetzt? Wo ist sie hingegangen? Hilfe? Okay.
Revolvermunition auch nicht ganz schlecht. Ich muss mir angewöhnen, wenn die Dinger so nah an mir sind, da brauche ich die ja nicht zerschießen. Aber wo sind die jetzt? Wo waren die jetzt? Wo sind die jetzt durchgegangen? Noch eine Kiste? Ist ja gut, dass ich nochmal geguckt habe. Ich kann noch ein bisschen was... Oh, du bist jetzt nicht in der Lage, das Ding hier am Boden zu schlagen. Jetzt erschießen wir es halt. Ach, Leute. Ach, die gehen also kaputt. Also, wo ist diese Danny jetzt hin? Mal sagt er Danny, mal sagt er Dani. Da muss ich jetzt endlich mal entscheiden. Ich glaube, da ist sie durch. Ja. Ja, hat sogar gewartet. Das ist sehr nett von ihr. Sie ist ja sonst eher nicht so nett. Das erschieße ich jetzt nicht. Nachher ist wieder... Hängt das da oben fest und ich komme nicht ran. Du Mädel, du musst auch mal ein bisschen warten hier. Vielleicht liegen hier nützliche Utensilien rum. Schon mal drüber nachgedacht. Du brauchst das ja alles nicht. Du überlebst ja sowieso. Ne? Ups. Oh. Und es wäre nicht verwunderlich, wenn jetzt hier nochmal ein riesen Showdown kommt. Sie hat ja eine grüne Leiste. Ne? Sie ist jetzt da oben. Unbedroht und alles. Und ich liege jetzt hier unten wieder im Nest. In dem Nest voller Viehzeug. Ja, der verdammte Weg ist eingestürzt. Mir geht's bestens auch. Der Weg an die Oberfläche liegt auf der anderen Seite der Kolonie. Geht weiter, wir treffen uns dort. So, wenn ich jetzt wüsste, ob das ein Checkpoint war. Beziehungsweise ob es hier einen gibt. Jetzt war hier auf alle Fälle einer. Oh, 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 oh. Hm. Kann ich hier was verkaufen? Auswahl treffen. Entschlüssler. Nach wie vor weiß ich nicht, ob dieser Entschlüssler mir nicht tatsächlich irgendwo was entschlüsselt. Ja? Sowieso die nächste, für mich, wie ich finde, brauchbare Verbesserung. Wäre bei so 2,7, ja genau. Also, da müssen wir eh noch ein bisschen sparen. Ich werde jetzt aber trotzdem mal schauen, dass ich mir vielleicht tatsächlich versuche, die Gegner tatsächlich so ein bisschen mit Waffengewalt vom Leib zu halten. Und zwar mit Schusswaffengewalt. Warum bin ich jetzt eigentlich wieder hier? Das kommt mir so bekannt vor. Ich muss die andere Seite erreichen. Was und wo ist die andere Seite? Ich muss weg. Einfach nur andere Seite. Okay, also es ist nicht so einfach. Ja. Okay. Also, lass mich das nochmal kurz erklären. Also der Sinn und Zweck jetzt gerade ist es, die andere Seite zu erreichen. Ja. Ist ja ziemlich easy eigentlich.
Ich bin gleich da. Ist das das hier? Hier vielleicht? Ich bin gleich da, sagt sie. Moment, sollte es jenes hier sein? Nee. Warum vielleicht? Ich weiß absolut nicht, wo ich hin muss. Obere Ebene. Ja, hier geht's so runter irgendwie, ne? Deswegen machen wir das nicht. Ist hier irgendwo ein Pfeil nach oben? Das hier sieht doch eigentlich gut aus. Da waren wir zwar gerade eben schon. Aber ich glaube, das könnte es sein. Jene Tür hier vielleicht. Hier, du musst schnell! Fast hätte ich dich erschossen. Soll ich? Nein. Es war viel einfacher, als es am Anfang aussah, gell? Ah ja. Es ist eiskalt. Jetzt sind wir wieder, wo wir hergekommen sind am Anfang, oder? Was die Menschen gelebt haben. Tja. Da vorne ist diese, oder? Nee, diese Plattform, auf der wir hergekommen sind. Kommt mir auf jeden Fall alles ein bisschen bekannt vor hier. Gut, aber es wird sicherlich nochmal mordsmäßig abgehen. Vielleicht überlege ich mir doch, ob ich mir doch mal ein paar hundert Schuss irgendwo doch kaufe. Au. Das weiß ich nicht. Nicht da? Nein, damals nicht. Früher war hier ein Minenschacht. Der führte zur Oberfläche. Wo ist denn die Frau? Sollten Sie den abdecken? Es ist gut, dass ich alles verstanden habe, während das Tor da hinten zuging. Was hast du gesagt? Ich habe auch deine Untertitel nicht gelesen. Kannst du die nochmal aufschreiben? Schade. Also auf jeden Fall war diese Kuppel hier früher wohl nicht. Was hier früher nicht war und jetzt auch nicht ist, ist Energie, so wie es aussieht. Nämlich Lebensenergie. Von der ich ruhig noch ein bisschen in meinem Inventar gebrauchen könnte. Aber was nicht ist, ist halt nicht. So, haben wir wieder einen Checkpoint. Das ist sehr gut. Hier müssen wir wahrscheinlich aufschließen. Da müssen wir auch irgendwas tun. Ach, das macht sie. Okay. Ich gucke mich dabei ein bisschen um. Ja. Wir freuen uns, die Ergebnisse unserer jahrzehntelangen Forschung mit Ihnen zu teilen. Ist ganz geil, das, was wir hier erreicht haben. Nicht uns. Ich lade hier runter, was ich kann. Wir treffen uns in der Kuppel. Wir treffen uns in der Kuppel. Also das heißt, ich habe jetzt erstmal den Stress meines Lebens wahrscheinlich so die nächsten paar Minuten. Und du bist dann irgendwie in der Kuppel plötzlich. Wie sieht eigentlich mein Handschuh aus? Der ist voll geladen. Okay. Ja, ihr wolltet alles nur besser machen, ne? Ihr wolltet nur helfen. Das ist ja immer so die allgemeine Ausrede. Wir wollten nur helfen. Dabei haben wir halt Killer-Monster gezüchtet und erschaffen und aus Menschen eine Art beschleunigter Evolution. Ähnlich dem, was in Paramo entdeckt wurde. Diese Krankheit zu verstehen und zu verändern, wäre der Schlüssel zum Geheimnis des Paramo-Effekts. Mhm. Interessant. Interessantes kleines Museum hier. Habe ich von Anfang an gesagt. Vielleicht. Nach Jahrzehnten der Suche stehen wir endlich kurz vor dem Durchbruch. Dem Ursprung von allem. Dem nächsten Schritt unseres Projekts. Geiles Projekt. Wir Solitarius. Ja, okay. Wir Solitarius. Also, es ist ja durchaus auch lobend zu erwähnen, dass sie Häftlinge, also Straftäter,
der für derartige Experimente nehmen, ne? Anstatt unschuldige Steuerberater oder sowas. Oder Mitarbeiter des Finanzamtes. Andere. Eigentlich nicht. Nicht. Oh. Was ist das? Okay. Oh. Also andere Lebewesen. Eine fremde Lebensform. Freigesetzt als Minenarbeiter zum Ozean unter der Oberfläche Kallistos durchdrang. Als wir ankamen, war sie schon tot. Von Sicherheitskräften getötet. Doch im Kadaver fanden wir sie. Tausende von Larven. Die Hauptüberträger der Krankheit. Wir sammelten Exemplare und brachten sie in unser Zentrallabor. Sowas haben wir doch auch transportiert. Das ist ja... Der Erreger wirkte als Beschleuniger der Evolution und machte die Kolonisten zu kaum mehr als geistlosen Rohlingen. Okay. Außer einem, dem Subjekt Null. Dieser Mensch erhielt die Vorteile der Ansteckung, erhöhte Kraft, Ausdauer und Lebensdauer, ohne Intellekt und Menschlichkeit zu verlieren. Jetzt sagt sie noch gleich unseren Namen. Und dann werde ich widersprechen. Okay, das sind vielleicht doch nicht wir. Oh Gott. 5, 2, 1! Ah. Und ich, wir sind noch nicht fertig. Wir fahren zur Hölle. Wie du siehst, hat sich was verändert. Kleinigkeiten. Ich habe die Oberflächenzugangstür gefunden. Ich versuche sie zu öffnen. Ja, ich kann ja gar nicht. Ich kann ja gar nichts tun. Also mit das, ich sag mal, mit dem Schlagstock gesprochene Wort scheint ihn eher aufzuhalten als. Das ist geil. Okay. Ja, den muss ich mir wahrscheinlich... Hoffentlich... nur lang genug vom Leib halten. Sie hat's fast. Ja. Du musst an mir vorbei, um wieder nach oben zu tappen. Ja. Oh. Also ganz schlecht geschnitten jetzt, aber. Aber. Du bist zu spät. Oh nein! Oh nein! Sie wollte dir nur helfen, aber bald wird sie eine von uns sein. Okay. Was war das jetzt mit dem Gesicht? Alles gut. Geh weiter. Ja, alles gut, sagt sie. Das ist nicht mehr lange alles gut. Das ist gleich alles ziemlich schlecht hier. Bringt uns an die Oberfläche. Standseilbahn. Na geil, da wird uns doch bestimmt wieder einiges begegnen. Wo ist die Frau jetzt? Kommst du? Dani Sahne? Yoko Ono? Weiß auch nicht. Wo ist sie jetzt? Hallo? Hallo, du sollst herkommen. Oder willst du hier? Dir geht's nicht gut, ne? Ganz ehrlich, dir geht's nicht gut, oder? Ich kann dem Ganzen jetzt ein Ende setzen. Nein, wir machen keinen Friendly Fire. Ist sie friendly? Egal. Es wird schon das passieren, was passieren muss, nämlich nur Scheiße.
So, bevor ich jetzt irgendwas drücke, eine Runde hier rumgelaufen, um zu gucken, liegt noch irgendwo was Interessantes rum. Nö, tut es nicht. Okay. Geschafft! Ah, jetzt kommt sie. Hätte man mir doch gleich sagen können. Danny. Ja, 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 ist schon klar. Das wird nichts. Scheiße. Okay, komm schon. Hoch mit dir. Alles wird gut. Ich hätte ihr ins Gesicht schießen sollen. Das wird jetzt ein Fight, glaube ich, gegen die. Das ist unfair. Ja. Ich wollte sie aufhalten. Ich werde nicht so ein Ding werden. Nein, 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 das wird nicht passieren. Ja doch, es ist wahrscheinlich das Richtige, was sie da tun. Wie? Wir folgen einfach dem Plan. Wir gehen zum Turm des Wordens. Es muss einen Weg geben, das Ganze umzukehren. Das weißt du nicht. Ja, ich glaube, es ist zu spät, um da was umzukehren. Aber wir geben doch jetzt nicht auf. Wir ziehen das Ding jetzt durch. Gemeinsam. Okay. 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 Los jetzt. Am Ende verprügelt sie nachher noch den Hauptkerle da und ich mache mich aus dem Staub. Alles gut. So wird's ausgehen. Vorerst. Sich beruhigen, magst du die Adern so ein bisschen normal machen wieder? Okay. Wir sind fast da. Meinungsverschiedenheiten. Duncan Cole. Hören wir uns sofort an, bevor wir wieder vergessen, was wir aufgesammelt haben. Duncan Cole. Meinungsverschiedenheiten. Da. Meine Geduld ist am Ende, Maler. Es sind jetzt schon fast 6 Monate. Ich bin kurz davor, Cole. Die Biophage zu verstehen. Um sie wie Subjekt Null zu nutzen. Ich brauche nur mehr Zeit. Nein. Was auf Europa passiert ist, war eine Tragödie. War eine Erleuchtung. Ja, Jans Hell. Jans helle Erleuchtung. Jans super. Haben uns alle auch gefreut. Was hätten wir an dem Tag gemacht, wenn das nicht passiert wäre? So, habe ich wieder eine Schüssel, genau. Habe ich wieder eine Kiste weggeschossen, völlig für den Arsch, oder? Also. Ich gehe jetzt mal an den Reforge erstmal. Das ist erstmal wichtig. Du? Was denn? Keine Angst vor mir, hey, ich hatte Angst vor dir. Hahaha, bin Fräulein. Du hast immer in der Adern im Gesicht. Wo andere ein Gesicht haben. UJC-Druck wünscht Ihnen so einen United-Tag. Wie sieht's denn aus mit diesem merkwürdigen Sturmgewehr? Dass wir da irgendwie noch... Automatikpistolen? Schaden, wenig Schaden halt, ne? Dieses Sturmgewehr macht eigentlich auch wenig Schaden. Tatsächlich. Wollen wir das? Nee. Was haben wir? Haben wir irgendwas zu verkaufen? Ha, ich denke, diesen Entschlüssel brauchen wir nicht. Ich mach den jetzt weg. Nicht mehr sehr viel Munition, in der Tat. Ja, 1700, knapp 1800 Credits. Was können wir damit machen? Bitte verantwortungsvoll anwenden. Ja. Okay, das mache ich. Und wenn wir Glück haben, ist es vielleicht noch sogar ein bisschen was übrig. Boom. Ne, nur noch 500. Da kriegen wir kein weiteres Upgrade hier hin, ne? Ja, aber wir brauchen nur ein paar 100 Credits. Das ist nicht so viel. Also. So, wo müssen wir eigentlich hin, Frau? Sag mal, du bist doch die... Frauen haben doch immer den Durchblick. Frauen wissen doch immer, worum es geht.
Du hilfst mir dann aber schon, wenn was passiert, oder? Verschlossen. Da drüben ist offen. Ja, wir gehen mal auf die Schrotflinte rüber. Hier muss ja jetzt eigentlich demnächst mal was passieren. Es ist mir schon zu lange zu ruhig. CPU-Drucker. Alle Systeme sind zerstört. Lass mal schauen. Warte mal. Lass mich mal zurückgehen. Ja, ja, ja. Das ist die Schuhe. Och, du heilige Scheiße. Wir müssen sofort verschwinden. Das ist nicht gut. Das Signal des Wardens ist noch aktiv im Kommandoturm. Schaffen wir es zu ihm? Sieht so aus. Ich kümmere mich um die Tür. Höre ich da was schreien oder war das nur ein Ventil? Oder braucht da jemand ein Ventil? Egal, ich gehe auf jeden Fall erstmal, so es möglich ist, zurück zu dem Reforge. Verkauf mal diesen komischen Drucker. Und schau. Nee, oder? Ist zu. Bist du fertig? Also ich kann nicht mehr dadurch, ich kann nicht mehr dadurch. Nächster Reforge also. Was ist denn los mit dir? Also, dahinter ist was. Das ist ja offensichtlich. Zurück in die Zellen. Da hätte ich von vornherein bleiben sollen. Oh. Was war nun? Wir sind im nächsten Kapitel. In dem Turm. Was passiert hier? Dani, kannst du mich hören? Dani? Die wurde aber auch K.O. geschlagen, ne? Soll das ein Witz sein? Ganz am Anfang. Ja. Verdammt, aber was soll ich jetzt nur tun? Das ist aber halt noch gut so. Maler! Wir haben nicht viel Zeit. Ich konnte eine Sicherheitseinheit umleiten. Ich habe Dani. Wo ist sie? Im Labor, im Herzen der Anstalt. Er überwacht alles, aber hier können wir reden. Okay. Ich kann sie zum Boden bringen. Ich kann sie heilen. Ich möchte. Sie? Sie haben mir dieses Ding in den Nacken getan und jetzt wollen Sie helfen? Wie? Weiter vorne ist ein Raum, der in einen Bereich führt, zu dem Wärter und Häftlinge keinen Zutritt haben. Finden Sie ihn. Ich mache Ihnen den Weg frei. Okay. Ich für meinen Teil würde aber sagen, das machen wir dann im nächsten Video. Das wird dann wahrscheinlich ja genau hier wieder anfangen. Und ja. Für dieses Video ist es lang genug, glaube ich. Und im nächsten Video schauen wir uns dann eben diesen Raum an und was die gute Frau Dr. Mahler hier eigentlich im Schilde führt, weil sie scheint ja eventuell doch nicht ganz so böse zu sein. Sehen wir uns im nächsten Video an. Für dieses Video bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, ein Däumchen nach oben da lassen. Wäre ganz toll. Ein Kommentar, wenn ihr möchtet. Ein Abo, falls das noch nicht getan habt, selbstverständlich. Und ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr das Video mit euren Freunden, Kollegen und wem auch immer teilt, der das gerne sehen möchte. Herzlichen Dank nochmal fürs Zuschauen und tschüss.